herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rubin Nassack Challenge, was ich aber wahrscheinlich auch nicht mehr erwähnen müsste, denn ja, zum einen steht es in der Videobeschreibung, zum anderen ist das jetzt der 50. Part, den ich aufnehme. Yay! Gut, deswegen nicht lange der Worte, ich mache mich gleich auf den Weg. Vorher muss ich noch eine Sache erwähnen. Ich hatte ja gesagt, der Junge hier, der ist ja am Verdursten, dass ich ihm hier aus dem Automaten was holen sollte. Und er mir dann im Gegenzug TMs schenkt. Das ist leider hier in diesem Spiel nicht mehr der Fall. Es war ja in der ersten Generation bei Rot, Blau und Gelb im Einkaufszentrum von Prismania City und ich glaube sogar in der zweiten Generation auch nochmal. Hier aber definitiv nicht mehr. Deswegen, ja, egal. Ich habe hier nur zwei Tafel Wasser, von daher war es jetzt auch nicht wirklich verschwendetes Geld oder Zeit. Und ich würde sagen, apropos, ich lege mal ein paar Sachen ab, denn der Beutel ist schon ziemlich voll. Guck mal hier, das Elixier zum Beispiel brauche ich nicht ganz. Holzkohle weg. Donnerstein weg. Top-Äther weg. Normaler Äther weg. Gut, dann habe ich hier halt das ganz normale Zeugs. Und halt die Tränke von letztens. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Was habe ich denn noch da alles drin? Ich habe Schattenglas. Okay, das könnte Taria demnächst gebrauchen. Gut zu wissen. Würde ich sagen, es geht weiter. Auf zum Atem. So. Ein Wingull erscheint. Und ist gleich wieder weg. Und tschüss. Mie. Gut. Ich glaube, den einen Gentleman kann ich noch um einen Kampf bitten. Och, Geradax. Das muss jetzt sein, ne? Das Quoten-Geradax. Erstmal das Item. Jawohl, ein Carbon. Mit meinen Pokémon habe ich alle vier Ecken der Welt bereist. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in mein Können habe. Oh, das ist schön gesagt. Ja, man muss auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein auftreten können. So, Psystrahl los. Dann nehmen wir mal Konfusstrahl. Mich wundert, dass Lucky jetzt schon den ersten Schlag hatte. Also es hieße ja, dass Volten so ziemlich lahm wäre. Ist nicht mehr verwirrt, schade. Funkensprung. Nee. Knapp. Ja, würde ich sagen, bevor es einen Ruckzuckhieb riskiert, gebe ich Lucky lieber ein Tafelwässerchen. Ah, Schnüffler. Na gut. Okay, von mir aus. So. Und tschüss. Gut. Das war ordentlich. Ah, gut gespielt. Ja. Tschüss. Och, Mann. Ich war gerade so schön in Fahrt. Ach, Zwirrlicht. Nö, du. Heute nicht. Gehe ich mal weiter meines Weges. Ah, nee, ich muss da unten lang. Du. So, zack, auf der Route 122 immerhin schon. Na, 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 na. Da, 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 da. Oh, na, dich haben wir schon. Also, wir haben schon ein Wingull. Beziehungsweise inzwischen ein Pelipper. Und ein sehr anmutiges dazu. Gibt's hier noch was?
Ein weiteres. Okay. Aber jetzt auf Level 15. Nö. Ja gut, dann gucke ich mich jetzt hier um. Auf dem Pyroberg. Hier muss man etwas ruhiger sein, denn es ist ein Bestattungsort. Bist du hier, um den verstorbenen Pokémon deinen Respekt zu zollen? Du musst immer sehr fürsorglich zu deinem Pokémon sein. Hm, das stimmt, sonst landen sie leider hier. Ja, so ähnlich wie der Lavandia-Turm in den ersten beiden Generationen. Oh. Wo es auch viele Geister gibt. Da ist dieser Pyroberg jetzt hier. Der Friedhof der Pokémon. Ja, das tut weh. Dann würde ich sagen, ich nehme mal Karl. Weil ich ja theoretisch die Zwirrlicht fangen darf. Deswegen würde ich sagen, paralysieren, Egelsamen drauf und gucken, was passiert. Okay. Schon mal etwas? Hä? Machen wir es mal so. Zwielicht wäre natürlich auch ein interessantes Pokémon fürs Team. Das ist immerhin ein Geist, ne? Aber ich weiß nicht, ich finde Zwielicht und Zirklop irgendwie, ja, weiß ich nicht so genau. Also ich bin doch eher ein Gengar-Fan. Muss ich dann doch gestehen. Beziehungsweise Apollo mag ich ja auch sehr. Ja, gut. Einmal noch. Das sollte jetzt ausreichen für den Super Bowl. Eins, zwei, drei und es wirklich wird gefangen. Requiem-Pokémon. Ohne Fußabdruck. Naja, sieht man ja. Zwirrlicht kann durch jede Wand gehen, egal wie dick diese ist. Wenn dieses Pokémon sich ein Ziel gesucht hat, verfolgt es seinen Feind unnachgiebig bis zum Sonnenaufgang. Oje, oje. Und du bist männlich. Wie nennen wir dich? Dann würde ich sagen Konstantin. Passt das? Konstantin? Ach, gerade so, ne? Konstantin. Gut. Ich kenne zwar niemanden mit diesem Namen, aber naja. Ist ja nur ein Name. Auf dem Pfad des Pyrobergs kreucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passiert wird. Dies ist für dich, es wird dir helfen. Oh, ein Schutzband. Ja, das ist ja super. Das ist wirklich sehr gut, denn, ja, wenn ein Pokémon das trägt und an erster Stelle im Team ist, kann es wilde Pokémon abhalten. Und ich würde mal sagen, Lucky könnte das ruhig tragen. Also ich bin zwar schon dafür, dass Lucky demnächst das Level 32 erreicht, aber jetzt nicht auf Knall auf Fall, ne? Die Erinnerung an mein geliebtes Enego. Ich könnte weinen. Ja, wusste ich es doch. Hier gibt es so viele Trainer, da brauche ich keine wilden Pokémon noch zusätzlich. Hey, suchst du nach Pokémon? Du bist mir hinterhergeschlichen, Fiesling! Was, ich? Nein. Du stehst da rum. Okay. Maniac Mark. Mit einem Stolrak. Oh je. Da frage ich mal Paula ganz kurz, so, ob
ob sie uns unterstützen möchte. So ganz zufällig. So, ne? Ich meine, hey, es ist ein Gesteins-Pokémon. Was erwartet ihr? Tschüss. Oh wei, das hattest du nicht. Tut mir leid, entschuldige bitte. Hier gibt es keine oh wei. Hm, ein Hyperball. Und ich rate mal, das ist ein Pärchen mit Doppelkampf. Ja. Ich bin hier, um mit meinem Freund eine Mutprobe zu bestehen. Es ist unheimlich hier, aber zusammen mit meinem Freund ist es schon okay. Ich hab's. Mein Freund soll zeigen, wie cool er ist, indem er dich besiegt. Aha. Der ist selber verliebt. Oh. Oh, junges Glück. Ine und Life. Inekoro. Und Voltenso. Hm, ja, gut, klar, gerne. Oh nein, nicht Charmbolzen. Habe ich. Keine direkten Angriffe bei den beiden. Einer hat Charmbolzen, eine Statik. Ja, egal. Jetzt ist es zu spät. Also, Chibi wird sich gleich verlieben. Nee, doch nicht? Ah, jetzt aber. Spätestens durch Anziehung. Chibi hat sich verliebt. Bei Lucky ist nichts zu melden. Lucky ist ja selbst ein Mädchen, interessiert sie nicht. Ja gut, machen wir es erstmal mit Glut. In der Zwischenzeit haut Voltenso sich selbst. Lucky hilft mit Psystrahl nach. Ach nö. Bei Lucky. Ja, okay. Chibi hat sich in Inekoro verliebt und ist starr vor Liebe. Hm. Okay, ich mach's mal anders. Erstmal Lucky heilen. Und dann Taria fragen. Dann können die beiden Furien sich untereinander austoben. Wobei Männer ja auch Furien werden können. Okay, Voltenso ist das geringste Problem. Donnerblitz. Lucky schläft immer noch. Ach nö, das ist doch nicht fair. Mensch. Hm. Na gut. Oh, Brüller. Oh je. Gut, Surfer trifft beide, von daher mal gucken, was passiert. Schön. Okay. Ja, ich hatte Angst um Voltenso, sonst hätte ich Paula sofort reingesetzt. Auf jeden Fall ist Lucky jetzt bei Level 32. Das ist sehr gut. Alle kriegen nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Ah, ich hab Angst. Ich jetzt nicht mehr. Lucky entwickelt sich. Zur Feier des Tages. Am 50. Bad. Und es wird zu Groink! Jawohl! Genial. Genial. Mein kleines Kampfschweinchen ist jetzt ein Groink, auch wenn es schläft. Du bist aber immer noch sehr froh und hast eine Speckschicht. Funktioniert Hyperheiler eigentlich auch nochmal bei Schlaf? Ja, ne? Jo. Warum frage ich? Ne?
kriegst auch noch was. Und ich meine, ich habe auch noch die eine Beere gegen Schlaf. Ist das Maron? Es ist Maron, die habe ich nur einmal. Ja, dann kann Taria weiter schlafen. Erstmal. Aber schön, okay. Wir haben jetzt ein größeres Schweinchen. Ich gucke nochmal beim Pokédex. Da. Groink benutzt die schwarzen Perlen an seinem Kopf dazu, die psychischen Kraftwellen zu stärken. Wenn es diese spezielle Fähigkeit nutzt, wird sein Abendschnauben schwerfällig. Ein Manipulator-Pokémon. Naja. Ist immerhin ein besserer Beitrag als bei Spoink. Ne? Die Erschütterung des Hüpfens bringt sein Herz zum Schlagen. Würde es stillhalten, würde es sterben. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wer das geschrieben hat, der ist schon ein Sadist. Naja, ist genauso wie mit Glumandas Schwanzspitze, ne? Von wegen, wenn sie ausgeht, dann... Naja. Au, au, au! Der Boden hat an einigen Stellen Löcher. Ich habe es nicht gesehen und bin ins untere Stockwerk gefallen. Aua! Ah, du meinst so wie das da hinten? Ja, das habe ich schon gesehen. Nee. Ich muss mal den Detektor auf Select packen. Kann sein, dass hier noch was ist. Es ist so ein bisschen verwinkelt. Ihr wisst, was ich meine. Dies ist kein Platz für einen Hosenscheißer wie dich. Naja, wenn du meinst. Was ist das für ein Spiel, ey? Erst diese sadistischen Pokédex-Einträge. Und jetzt auch noch das Wort Hosenscheißer. Ich werd wahnsinnig hier. Mann, ey. Du bist ein Kadabra. Ich nehme mal Miyamoto. Und jetzt nicht nur, weil Miyamoto ein Käfer ist, nee. Sondern wegen Kadabras bescheuerter Eigenschaft, finde ich zumindest. Also nicht nur, dass sein Spezialangriffswert so extrem hoch ist, nein. Sein Verteidigungswert ist dafür extrem im Keller. Muss man einfach mal so sagen. Und ich bin mir sicher, selbst der Zerschneider würde dafür ausreichen. Schneider. Bumm. Ja, ordentlich. Würde ich zumindest sagen. Na gut, jetzt machst du einen Reflektor, ne? Mhm. Okay, 3-Hit-Kill. Hätte ich jetzt was Besseres als der Schneider, wäre es mit einem Schlag weggegangen. Aber egal. Ah, ich habe mir in die Hosen gemacht. Wirklich? Bäh! Mann, ey. Huch. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du. Du willst gewinnen? Träum weiter. Natürlich gewinne ich. Wulf mit Trassler. Hier sind sehr viele Psycho-Leute, fällt mir gerade auf. Ich hätte jetzt wirklich eher an Exorzisten gedacht. Wegen der Tatsache, dass wir auf einem Friedhof sind, an sich. Na egal. Gedankengut. Naja, gucken wir mal, was unser liebes Groink jetzt macht. Begrenzer. Interessant. So, tschüss. Tschüss. Kirlia, die Weiterentwicklung. Okay, Schlafmütze, komm her. Hier. Das klang nicht ganz nach Taria. Nee, so gar nicht. Aber sie schläft ja noch schön tief und fest. Den Schlaf der Gerechten.
Ach je, mein kleines Katastrophen-Pokémon. Ja, endlich. Komm und beiß zu. Komm, beiß. Ja, fein. Ja, fein. Und nochmal. Zack, bumm, weg. Nee, willst du nicht? Na gut. Lag vielleicht auch am Doppelteam. Meine Güte, was macht es da? Egal. Entschuldigung. So. Ich vertiefe mich in Selbstmitleid. Tu das. Dann nehme ich mir diesen Superschutz hier. Und gehe noch einen Schritt weiter. Oder ist hier was? Nö. Meine Güte, ist das hoch hier. Würde ich... Obwohl, das ist ein Schwarzgurt vor mir, ne? Genau, der wird bestimmt irgendwas anderes haben. Bleib mal ruhig vorne, Lucky. Dieser Kampf noch und danach mache ich eine kleine Pause. Mein Lehrer, bitte achtet auf meine Fortschritte. Genau, Schwarzgurt. Hiroshi? Okay. Ach, warum auch nicht? Eigentlich finde ich das sogar gut gemacht, dass Schwarzgurt-Trainer eigentlich fast immer japanische Namen haben. Den Karate, Judo, Kendo, ne? Erklärt sich ja fast von selbst. Bei der ersten Generation war es zum Beispiel so beim Karate-Dojo, dass auch zum Beispiel jemand namens Iwata da war. Oder ich meine sogar Satoshi. Wie wir ja alle wissen, hieß der Erfinder der Pokémon ja Satoshi Tajiri. Also, ne? Bing, Level up. KP gestiegen ordentlich. Um 4. Na, ich finde, das ist so ein niedliches Easter Egg, dass sich die Entwickler bzw. halt einige Mitarbeiter von den Studios sich da kurz erwähnt haben. Kann natürlich auch Zufall sein. Aber ich rate mal, das war schon Absicht. Ich meine, klar, wenn ich ein Videospiel entwickeln würde, würde ich mich irgendwo auch nennen wollen. Und ich meine jetzt nicht nur die Credits. Mein Lehrer, bitte verzeiht mir. Ja, ich verzeihe dir auf jeden Fall. Gib mal nicht auf und sei mal nicht so verzweifelt. So. Pyroberg. Meine Güte. Ich muss mir echt merken, wie diese Löcher da angereiht sind. Es sieht wirklich so aus, als ob ich da... ja, irgendwie... drauf achten sollte. Ich mag gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Das ist so... Ach Mist, ich wollte doch jetzt eigentlich eine Pause machen. Ja, okay, nach der guten Hexe mache ich eine Pause. Dann aber wirklich. Mein Kaffee ist ja auch schon kalt. Aber naja. Dann mache ich mir gleich halt einen Eiskaffee draus. Besser als wegwerfen. Ein bisschen Kakao und Eiswürfel und ist zwar nicht wirklich das Wetter dafür, ist gerade total kühl und nass, aber egal. Taria, komm mal her, mein Schatz. Hexe Pandora, das ist wirklich ein passender Name, finde ich. Und ruckzucki. Keine Gnade. Bing! Level up! Wunderbar. Gut, Hexe Pandora ist besiegt. Ich hasse Niederlagen. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich gehe ja gleich weiter. Erstmal sage ich, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, wieder Däumchen nach oben. Ansonsten kommentieren, abonnieren und bald wieder einschalten. Bis dann. Tschüss.